So, wir sind wieder da. Ab nach da. Boah. Unglaublich. Ich habe es geschafft. Trotz allem. Weil wir in seinen Gedanken sind. Was könntet ihr dagegen tun? Zeit existiert hier nicht. Nicht so, wie wir es kennen. Nun. Das werden wir sehen. Vielleicht ergibt sich die Frage von selbst. Scharin, tut es. Trag den Behälter auf die Plattform. Natürlich. Was ist? Worauf wartet ihr? Sagt mir, Arantheal. Als euch die Hohen vorhin die Erinnerung gezeigt haben, war es das erste Mal, dass ich euch ernsthaft Betroffenheit habe zeigen sehen. Nicht Wut, nicht Enttäuschung. Echte Betroffenheit. Warum also, frage ich mich? Bereut ihr wirklich, was ihr getan habt? Dass ihr euren Sohn für Ansehen und Macht aufgegeben habt? Was tut das zur Sache? Wir haben keine Zeit für Geplänkel. Ich glaube, es hat euch getroffen, weil es euch an euer Versagen erinnert hat. Ihr habt nie bereut, welche Konsequenzen eure Taten für andere hatten. Nie. Auch damals in Kyra nicht. Scharin, was? Ich habe die Söldner angeheuert. Ich habe Lishari getötet, als sie dahinter gekommen ist. Und ich habe den Eremesen bei der Einnahme des Hafens geholfen. Und ich wette, ihr habt trotzdem keinen Schimmer, wer ich bin, richtig? Beim... Ihr wart da. Die Nacht der tausend Feuer. Ja. Ich habe euer Massaker damals überlebt. Als einer von wenigen. Dann wart ihr nicht in Narazuls Orden, weil ihr seine Ideale geteilt habt, sondern weil ihr an mich herankommen wolltet? Weil ihr, was, Gerechtigkeit sucht? Gerechtigkeit? Ich habe mit dieser Welt schon lange abgeschlossen, Arantheal. Der einzige Grund, dass ich noch hier bin, ist ein Versprechen, das ich jemandem gegeben habe. Nämlich, dass ich eines Tages derjenige sein werde, der euch alles nimmt. Yusla, ihr... Das ist Wahnsinn. Was auch immer ihr vorhabt, trifft die ganze Welt und nicht nur mich. Wenn ihr meinen Tod wollt, dann wartet doch einfach, verdammt! Wenn wir das Leuchtfeuer gezündet haben, wird Korrek mich töten lassen. Und all die Unschuldigen werden... Spart euch eure Manipulationsversuche! Haltet ihr mich denn für so einen Idioten? Ihr wünscht euch doch einen Märtyrertod mehr als alles andere. Thealor Arantheal, Bezwinger der Hohen, Retter der Menschheit. Das würde euch gefallen, oder? Das würde euch doch so sehr gefallen! Wisst ihr, anfangs war ich frustriert über all die Rückschläge. Als die Prophetin die Forschung in Alt-Raschengrad gerettet hat und dass die Einnahme der Stadt nicht funktioniert hat. Aber irgendwann habe ich begriffen, dass das hier viel erfüllender sein würde als alles, was ich euch antun könnte. Euer letztes großes Aufbegehren. Euer letzter großer Versuch. Und so kurz vorm Ziel scheitert ihr durch meine Hand. Du bist ein Arsch. Du bist ein richtiger Arsch. Ihr habt mich einmal gefragt, wie meine Tochter hieß. Erinnert ihr euch? Yusla, ich flehe euch an, bitte überdenkt! Lina. Ihr Name war Lina. Nein! Nein! Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Du... Narr! Elender, selbstsüchtiger Narr! Du hast uns alle zum Tode verdammt! Respekt, Arantheal.
Ihr wart wirklich nah dran. Wie dumm nur, dass ihr zu sehr mit euch selbst beschäftigt wart, um die eigentliche Bedrohung zu erkennen. Ihr Bestien! Ihr verdammten Bestien! Er war von euch besessen und schon die ganze Zeit! Ich fürchte, da liegt ihr falsch. Wir ernten nur, ihr sät. Natürlich war Sharing besessen, aber den Löwenanteil der Arbeit habt ihr damals in Kyra übernommen, als ihr seine Familie habt abschlachten lassen wie Vieh. Und so kommt doch alles zum rechten Ende. Ohne den Numinos habt ihr nichts, worauf ihr die Energie der Steine richten könnt. Und das Einzige, wofür ihr euer Leuchtfeuer noch verwenden könnt, ist die Vernichtung eurer ach so geliebten Stadt. Es wird ein Fest, Arathia. Nichts wird mir von euch übrig sein, wenn wir euch verschlungen haben. Nichts als totes, graues Fleisch. Ihr habt versagt, so wie ihr schon immer versagt habt. Genau wie wir es euch prophezeit haben. Na super. Was ist los, Arathia? Hat es euch die Sprache verschlagen? Nein. Nein, hat es nicht. Ihr habt mir nur soeben die Lösung präsentiert. Es gibt keine Lösung, Arathia. Die Läuterung wird geschehen und ihr werdet allesamt sterben. Ja. Ja, das werden wir. Euer Heilsbringer, die Bewohner der Stadt, die Armeen. Wir werden brennen wie die Sonne. Und dann ist es vorbei. Vorbei? Diesmal nicht. Hier trennen sich unsere Wege. Glaubt mir, ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Aber in eurem jetzigen Zustand werdet ihr nur ein Hindernis. Und ich muss es schaffen. Verzeiht mir. Die Hohen haben recht. Wir können das Leuchtfeuer nicht mehr benutzen, um sie zu bannen. Aber erinnert ihr euch daran, was der Erzmagister gesagt hat? Ohne ein Ziel würde die Energie der Steine ungerichtet hervorbrechen. Das Leuchtfeuer in einer Explosion aufgehen. Richtig. Und genau das ist das Einzige, was wir nun noch für die Menschheit tun können. Korek ist die mächtigste Marionette der Hohen. Wie auch immer die Läuterung tatsächlich aussieht, er will dafür sorgen, dass sie geschieht. Und wir, Prophetin, wir mögen darin versagt haben, den Zyklus ein für alle Mal zu brechen. Aber nicht die anderen. Die anderen Völker dieser Welt, Arasial, Kyra, Kile, sie alle sind von dem roten Wahnsinn betroffen. Aber es muss dort auch Menschen wie uns geben. Menschen, die dieselben Träume hatten und spüren, dass die Läuterung naht. Und indem wir Korek vernichten, geben wir ihnen Zeit, um ein neues Leuchtfeuer zu erbauen oder einen anderen Weg zu finden, die Läuterung aufzuhalten und den Zyklus zu brechen. Die, die die Neremesen nicht ohnehin schon massakriert haben, meint ihr? Sie werden sterben, so wie ihr und ich. Aber sie tun es für das Fortbestehen der Menschheit. Und das ist etwas, wofür es sich zu sterben lohnt. Es ist die einzige Möglichkeit. Seht ihr es denn nicht? Entweder wir sterben hier, oder wir verleihen unserem Tod Gewicht, indem wir zumindest diesen Fanatiker Korek und seine Armeen aufhalten. Die Hohen sind viel schwächer, als sie sich geben. Das spüre ich. Wir waren so kurz davor, sie zu vernichten. Und ich habe Vertrauen in die anderen da draußen. Sie werden das schaffen, woran uns dieser Abschaum Sharing gehindert hat. Kann ein Hirte nicht über das Leben seiner Schafe entscheiden? Worum geht es euch wirklich, Prophetin? Um euer Leben? Jetzt ist nicht die Zeit für Selbstsucht und Arroganz. Hier geht es um mehr als nur uns. Dass ihr das nicht erkennt, enttäuscht mich, Prophetin. Ich habe mehr von euch gehalten. Aber jetzt ist es egal. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Verzeiht mir.
Okay. Alles beginnt mit den Träumen. Atme. Und wir sollen was? Mit diesem Ding in den Geist eines Hohen eindringen? Ich hoffe, das ist ein Scherz. Das war ihr letztes Aufgebot. Glaubt mir, sie haben Angst vor uns. Du! Du hast uns an Jakal verraten! Falsch. Ihr habt mir soeben die Lösung präsentiert. Immer wieder das Gleiche. Hallo?